Der Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel habe höchsten Respekt verdient, so Bundeskanzler Scholz. Es habe ihn sehr berührt, was die Grünen-Politikerin über ihre Lebenssituation gesagt habe. Der Schritt sei ihr nicht leicht gefallen, wie Scholz aus einem Gespräch mit Spiegel wisse. In einer E-Mail hatte die Ministerin zuvor ihren Rücktritt verkündet. Hintergrund war ein 4-wöchiger Südfrankreich-Urlaub von Spiegel kurz nach der Flutkatastrophe. Die 41-Jährige war damals Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Spiegel hatte sich am Sonntag in einer emotionalen Pressekonferenz entschuldigt und private Gründe für ihre Reise genannt. Die Grünen haben angekündigt, zeitnah einen Vorschlag für die Nachfolge Spiegels zu unterbreiten.